So, da sind wir wieder mit. Felix ist ein Vollidiot. Nein. Ich bin überhaupt. Gedest. Ja, nee. Willkommen zurück zur Season, ihr kleinen Räuber. Von mir aus auch mal, ne? Und so. Muss ja immer mal gesagt haben. Das heißt, wieder selbst so unsympathisch und grüßt nie. Ist er auch. Hey, halt doch die Fresse. Du bist unsympathisch, du blöder Wichser. Soll Ciao. Das jetzt hier? Erstmal, ja? Er ist der vollste Mensch der Welt. Du blödes genau. Kackkind. Pisser, ey. Ich glaube, es hackt wo hier bei dir. Ne? Ach ja. Weiß schon. Ach ja. Das ist üblich halt. Ja, ich würde schon sagen, also ich würde das jetzt schon so behaupten, als dass du, ne, weißt schon. Ach ja. Muss jetzt nicht weiter erläutern, kennst dich damit Ach, ja. aus. Hm. Ja, hm. Das denke ich aber auch. Ah! Ja, genau, siehst du, das meine ich nämlich. Fick dich! Ich habe kein Schwert dabei, wollte mich jetzt ey, verarschen. Ey, mir fick dich, was soll denn das so? Ich hab kein Schwert! Ich bin hier grundlos. Oh Mann. Ja, bei mir ist ein Skelett typisch. In meinem Wasser. Ah, ich sterbe! Ich will halt mit dir baden. Freu dich doch mal, dass jemand mit dir schwimmen gehen will. Aber echt? Komm her, du Pisser, in der Sonne wirst du nie überleben. Hä? 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 Hi, Fehler, Sepp. Oh, hast du dich nicht mehr runterkommen sehen, Mann. Das war voll spektakulär. Tut mir leid. Was? Was meinst du jetzt mit runterkommen? Da kann man doch gar nichts machen. Raus. Naja, Felix kriegt das hin. Mein zivilen Verhalten was manchmal. Was machst du in mein Lager? Ich hab dich reingehen gehört. Du Spacken, ich bin gerade von oben runtergefallen. Mein Gott, das war eine Überraschung. Oh. Ach so. Hier, guck mal, da wo das Fleckchen Erde, wo die Scheißhaufen da so rausguckt. Da war ich gerade. Okay. Da habe ich mich von einem Monat gebaut und dann war ich aber bei dir, wollte ich überraschen, aber du hast dich nur umgedreht, du Blödeck. Naja, sorry. Ja. Und mir wieder hey, mein Erdpalast steht hier immer noch. Da, ja. Den baut doch keiner da. Weg. Da steht unter Trinkschutz. Ja, unter Dreckmalschutz. Ja. Ja, genau. Wir wollten vorhin Aga erklären, wie man sich richtig ernährt. Ja, nur eigentlich nicht wirklich. Nicht mit Kindern? Oh. Eine Mahlzeit um 15 Uhr am Tag. Wieso? Mach ich auch meistens. Ich weiß, mit gar keiner Mahlzeit ist eigentlich der meiste Fall. Ja. Besser wohl irgendwas am Tag essen? Nein, manchmal nicht. Ach, ich habe keinen Hunger oder keine Lust mehr, was zu machen. Sepp, da bringen dir 5 Kilo Handel bei dir im Zimmer aber auch nichts. Sepp, du weißt nicht, wo ich sie bin. Auch nicht. Die lag da einfach nur mal 2 Tage, die hast du 2 Tage angefasst und dann auch nie wieder. Ach, nur angefasst, na da. Ja, ihr habt die schon mal hoch runter ja. bewegt, aber dann auch wieder nicht. So ne? wie Patrick bei SpongeBob. Berühren, nicht berühren. Ja, siehst ja. du, mir wurde gesagt, nicht berühren und ich halte mich an die Regeln. Also. Du hältst dir an die Regeln? Sepp, du musst das berühren. Sepp, kein Wunder, dass du immer für ein Meeting gehalten wirst. Ja, eben, ne? Ja. Mhm. Oh. Ja, wir haben unseren neuen Mitbewohner schon vorgewarnt. Wenn du yeah. da bist, wo penne ich denn? Achso, auf der Couch, ne? Auf der Power Couch. Ah, Aga, das Ding repariert. Warum kommt jetzt kein Creeper runter? Wie beim letzten Mal. Was? Ach stimmt, das ist ja seine Monsterfalle. Da kommt ja gar nichts runter. Weniger als nichts. Ich jetzt mit nach Hause. Wo bist du schon wieder? Das sind weniger als nichts. Gar nichts. Oh, da weiß ich keine Antwort mehr. Ja. Da fliegen Hä? Monster hoch. Ja. Da, 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 da. Verstehe ich gerade nicht. Mehr. Naja, ja, das ist, wenn du weniger als 0 von etwas haben willst, dann brauchst du das Gegenteil davon. Und das Gegenteil wäre in dem Fall, dass die Monster hochfliegen. Das ist unlogisch. Ja. ja. Natürlich ist das unlogisch. Hey, das so. Marc, wir haben ja das Thema. Ja, ich wollte sowieso eigentlich weiterschreiben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, freue mich schön. Ja, merk schon, unser Vortrag der Unologie geht schon voran. Ja, und das dazu passende Lexikon, beziehungsweise das Lehrbuch auch. Ja, denk ja, da mal drüber nach. Wir sind. Scheiße, stimmt, ist ja der Dropbox. Das kann jeder sehen. Marc, wir müssen unser Patentrecht sichern. Wir brauchen eine zweite Dropbox. Warum schicken wir das nicht einfach so zwischen uns hin und her? Ja, Sepp. Was hat das eigentlich mit Englisch auf sich? Hä? Wahrscheinlich seine Schulaufgaben. Ah, ja, wollte gerade sagen. War total verwirrt. Denkst du, machst du was freiwillig? Ihr habt noch Englisch. Ja, wir haben noch Englisch, Fachenglisch. Ja, Englisch und Deutsch. Dafür haben wir keine Mathe. Haben wir auch nicht. Englisch, Deutsch, Mathe, WIPO. Ja. Na, Marc, du bist ja eh außer Konkurrenz. Ja. Ja gut, kommt auch noch. Du bist unwichtig, Marc. Ich auch noch mein Fachabitur nehmen, weil... Das sollte ich halt noch irgendwie Streber. Englisch haben, ne? Ja. Streber, na. Ja, ich grüße euch denn, wenn ich dann irgendwann ne, in meiner Villa sitze und ihr noch ja, in irgendwelchen ja. kleinen Dreckhütten... Hey, komm, die Dreckhütte hat was. Genau. Ja, Sepp, du kriegst sowieso es ein Zimmer. Es gibt Leute, die haben keine Dreckhütten. Die werden über sowas froh. Sepp, du kriegst sowieso ein Zimmer bei uns. Du bist das Maskottchen. Cool, ich hab ein Zimmer in der Villa. Das, Sepp ist der Neger, der aufräumen muss. Sepp ist der Neger, der immer aufräumen muss. So sieht's aus. Hey. Nee. Keine bösen Wörter. Das einzige, worum er sich kümmern muss, ist die Bibliothek. Und ich glaube, damit hat er kein Problem. Wieso die Bibliothek?
Der Engler muss ja dafür darauf achten, dass die Bücher hin und wieder mal gelesen werden und dass die ordentlich stehen und dass der Kamin immer mal wieder benutzt wird. Denkst du, ich mach sowas? Also beim Kamin bin ich vielleicht nur dabei, beim ab und zu mal was lesen auch, aber sortieren? Abstauben? Ich hab nichts von Abstauben was? Gesagt. Ja. Wir werden einmal am Anfang sortiert und du passt nur wieder auf, dass wir wieder richtig gestellt werden. Ja. Den Rest übernehmen wir. Wer ist jetzt wir? Ja, überleg mal, wohne ich später alleine? Nein. Ah, Volker, ne? Nein. Naja, ich verstehe schon. Du wohnst später alleine. Ja. Ganz ich bin dann der Smithers oder was? Weißt du, guck ich einmal die Simpsons. Ja, und dann aber dann die ganze Zeit davon. Ich habe einmal das normale Fernsehen angeschaltet, ne? Und dann normal. Normal? Naja, das, was nicht über meine Festplatten, geschweige denn vor irgendwelche Blu-ray-Player läuft, halt, ne? Also du bist oder auf jeden Fall schon auf der Fraueninsel. So langsam kommst du ja tatsächlich mal in die ernsteren Gefilde. Ja, das ist doch richtig geil. Also da kommt jetzt voll. Vergessen wir den letzten Satz von mir, warte ganz kurz, muss ich nur sammeln. Ja, ich hab schon mal ignoriert und keinen Satz daraus. Gut, alles klar. Nee, aber ich muss halt über diese fucking japanische Stimme aufgewachtest, hast du dich, als er im Käfig aufgewacht ist, nicht auch gefragt, warte mal, kann er jetzt alles dehnen? Ich fand's sowieso lustig. Oh, was ist denn das für ein Pilz? Mal dran ziehen. Alter, zum Glück war der bewusstlos. Ja, Alter, wie musst du da schreien in so einer Situation? Ich will's gar nicht wissen. Das ist halt die Frage bei ihm, ne? Wie sich das auswirkt. Weil wie weit kannst du das dann drehen? Weil das hat sich ja nicht gedehnt. Das ist ja das Merkwürdige an der Sache. Ist weil er sich kontrolliert hat oder weil er nicht so dehnbar ist, wenn er bewusstlos ist. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Verdammt, jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. Was hast du denn gekriegt? Ich bin von meinen Zäunen runtergesprungen und über die Zäune kann man ja gewöhnlich nicht springen. Naja, bin jetzt wieder da. Ich brauche mehr Lehm, aber ich habe halt die ganze Umgebung abgegrast. Ich habe auch nichts mehr, was ich dir geben kann. Was machen soll. Ich auch nicht. Das hatte ich ja schon abgeholt. Also ich hätte 30 Brot, aber das brauchst du ja nicht, ne? Selbst. Marc, ich hab grad mal von dir drei Äpfel gesnackt. Ich war's gestorben. Ja, die waren in deinem Turm, da hab ich mich grad in Schutz gebracht vor ein Skelett. Ich hab nur grad überlegt, warte mal. Warte, warum waren drei Äpfel in meinem Turm? Weiß ich nicht. Nein, nicht in dem kleinen Turm. Braucht ein Obdach. Da zwischen. Wahrscheinlich einfach in meinem kleinen Werkshaus-Dingsens. Ach, keine Ahnung, der bei dir davor rumgammelt. In der Nähe von dem kleinen. See, der da nicht hin soll. Da, wo deine ganzen Steine und so drin sind. Ja, alles gut. Felix, ich hab nur gerade überlegt, warte mal. Turm, ne? Felix, da, wo die... Nee, ich hab gerade nur überlegt, warte mal. Ich hab nur gerade überlegt, warte mal, du nimmst doch auf. Verdammt! Sag's lieber gleich. Wissen wir also, wenn uns etwas fehlt, nein! Derjenige, der aufnimmt, ist es sehr wahrscheinlich. Quatsch! Interessant. Ja. Silgi, was habt ihr, was ich brauch? Alles. Viele drei Äpfel. Ja, weil ich gerade nichts zu fressen dabei hatte, mein Gott. Weil ich weiß. Jetzt nicht mehr los, Felix. Ich weiß, dass ihr mich immer zu tötet. Deswegen habe ich nichts mitgenommen. Knicken. Aber echt. Agar-Schnauze. Nein. Seit wann hat Agar was zu melden? Ja, das wem, ich auch wissen. Ich sorge nur dafür, dass es Abwechslung bei den Stimmen gibt. Nee. Sepp, ja. ich seh dich. Oh. Dein Name, hier. Ja, achso, ich müsste vielleicht mal... Hier. Ich kann auf Facebook, warte mal, was? Wie jetzt? Ich nehm dich auf. Kann ich nochmal woanders reingucken. Wo bist du denn? Hier. Hä? Mach die Augen auf. Ich hab die Augen offen, aber... Augen auf! Du blindes Huhn, soll ich ein Glas zerstören, dass du so hörst, wo ich bin? Ist vielleicht hier auf dem Baum, hä? Ach, du bist doch ein Blödkopf. Ja, wirklich, ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ach da! BAM! Drinne bin ich! Haltet ihr mal bitte auf, wenn so zu schreien. Nein! Schreien doch gar nicht. Wir haben uns lange nicht gesehen. Au! Nein, nicht hin! Ich wusste, warum ich nichts mitgenommen hab! Ich wusste es! Aua! Wo geht's denn hier hin? Nein! Oh Mann! Hör auf! Oh!
Warte mal, Ager wurde ich durch... Ich hab dich mit dem Blatt erschlagen. Wie hab ich das hier gekriegt, Alter? Ich dachte, du hast da Eisrüstung an, wie geht das? Weil die schon da waren. Ich krieg deine Erfahrung, immerhin. Vor allem Ager wurde in die Luft gesprengt. Da waren 4, 5 Creeper. Hallo, dann machst halt kaputt. Das ist mein Problem. Ach, Ager, du bist blöd. Achso, ist halt morgen noch Dings hier und so, oder nicht? Und so. Was ist denn morgen? Ich hab keine Antwort bekommen. Ja, sorry, ich war beschäftigt. Ich hab Knochenjochen 2 besiegt. Nein, die sind ja keine Knochenjochen mehr. Dir wird schon was einfallen. Ich spoiler doch gar nichts. Aber ich sag nur, dir wird was einfallen. Für die Viecher, die da dauernd kommen. Ja, also ich habe jetzt den Rechner so weit fertig gemacht, dass ich ihn zur Post schicken kann und dann kriege ich hoffentlich den richtigen und dann kann's. Naja, erstmal Darkseid 1 durchspielen, wa? Ja, Sepp, ich glaube, du hast Knochen bekommen. Nee. Ich weiß ja, was jetzt noch kommt, so grob. Ah, doch, ich hab. Nee, Knochenmehl habe ich bekommen. Ach so, das kann sein. Ich muss noch 2 große Feinde schlagen und das war's dann. Hm. So, was baue ich denn jetzt? Ja, aber 2 habe ich jetzt aber auch in den letzten 2 Tagen schon einiges geschafft. Huch. Auf jeden Fall mega geil. Ja, ich meine, ich habe in 4 Wochen habe ich Ferien. Wenn denn alles klappt, kann ich da richtig krass viel machen. Es sei denn, ich bin weg. Das weiß ich aber noch nicht. Wunderbar. Du bist weg. Ist einfach weg, ja. Marc ist weg. Weg vom Fenster. Weg. Ja, weg. Einfach Boots, weg. Weggeboot. Einfach weg. Einfach so halt weg. Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Sieht immer mega geil aus da hinten. Was? Hier in England Steinwüste gelandet oder sowas. Ah, Steinwüste, so das gibt's. Affe, ja. Jetzt beeil dich doch mal. Was denn? Faules Stück. Das sollst du mal dein Zeug abholen. Ach, kannst du behalten. Oh, cool, danke. So, was Brauchbares bei? Lehm? Nee, natürlich nicht. Na, Lehm habe ich dir das letzte Mal komplett gegeben. Lehm habe ich dir das letzte Mal gegeben. Ich weiß. Kann ja trotzdem hoffen, oder? Na, wenn hätte ich es dir gegeben, oder? Na, ja, wer weiß. Man nicht. Ich bin nicht so ein egoistischer Schwein wie Sepp. Hey! Hat mir sein Leben auch. Bin ich mal egoistisch, ja, wollte gerade sagen. Ah, tschüss, du scheiß Zombie. Nein, da ist es. Tot. Nee, ich hab's gerade die Klippe runtergeschmissen. Zombie. Ja, ja. Aber es irgendwie wollte es nicht. Was? Sterben? Ja, eben. Hm. Kacken. Es hat überlebt, so wie Sepp. Böse. Hm. Hey. Was beziehst du mich jetzt immer mit ein? Weiß nicht. Mann. Was hast du getan? Nix. Also, was siehst du? Das ist es. Böse. Heute ist Sepp das schwarze Schaf. Alles klar. Schaf. Das war gar nicht so gemeint. Das kleine Schäfchen. Ja, harmlos genug aussehen tut er ja. Ja. Naja. Ob das so flauschig ist. Ich hab nichts von flauschig gesagt, ich hab nur harmlos gesagt. Ach, harmlos. Ich hab verstanden, die Haare hat er ja, deswegen. Hm. Die Haare hab ich auch. Ja, der Sepp hat Haare. Schlimm. Ich hab gedacht, der hat Glatze. Phänomenal. Sepp. Ja. Wie hieß es schon beim weisen Barlo? Er ist nun mal ein Baum, daran lässt sich nichts rütteln. Rütteln. Das ist genauso wie, verwandelt er sich in einen Bär. Folglich sind alle möglichen Namen mit Bären. Und dann fängt er an so aufzuzählen. Himbeeren, Blaubeeren. Und dann kommt von ihm sein genialer Einfall. Hubschrauber, ist halt ein Bär. Und so. Dann merkt er selbst so, ja. Ja, bitte, lass gut sein. Ja. Andere Leute zitieren es niemals lustig. Tun wir einfach mal so, als hätte ich das nicht gesagt. Genau. Ja, bitte. Ja. Scheiße, blöde Schere, das geht mal kaputt. Ey, diese verkackte Schere wird einfach nicht kaputt gehen. Oh, Mann, du Armer. Toter Platz im Inventar. Werf sie weg. Ja, nein, eben. Das macht keinen Sinn, damit sammeln sie sich dann wieder auf, wenn irgendwo lang latsch. Na, wenn du volles Inventar hast, wie willst du die dann wieder aufheben? Genau. Das ist ein gutes Argument, aber ich will sie eigentlich leer machen. Ey, danke für die 26 Eisen. Wie jetzt? Ja, was denn? Du hast gesagt, bald. Da war keine 26 Eisen dabei. Vielleicht hab ich die auch eingesammelt. Ich weiß es nicht. Ich hab schon jetzt mal eingesammelt, weil ich immer so Eisenmangel hab. Ich hab keine 26. Du dürftest nur die Rüstung gehabt haben, dann, Ja. Pass auf, ich schmeiß jetzt alles hier runter. Ja, die Rüstung, Kram. Ich glaub, ich,
Also ich, wenn das nicht so weit weg wäre, müsste ich eigentlich umziehen.